Sie müssen sie meinen, oder? Das muss Arcani sein. Die große Hexe Arcani. Wenn diese Frau es wirklich war, würde das den Wald Pogis zum Zuhause aller Hexen machen. Das wird ja immer seltsamer. Heißt das, diese oder wie die heißen sind, Hexen? Das müssen wir herausfinden. Es muss ein wichtiger Hinweis in diesem Wald versteckt sein. Bring. Es muss einen Grund geben, wieso dieser Wald von allen Bürgern Labyrinthias geheim gehalten wird. Ich wundere mich auch, wieso diese große Hexe uns gestattet, hier frei herumzulaufen. Es ist beunruhigend. Naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich würde sagen, wir nehmen ihr Angebot an und sehen uns hier um. So können wir einen Haufen Hinweismünzen finden, bis wir Nick wiederfinden. Und da wir zusammenarbeiten werden, kann ich ihr sein. Wie war das? Ich habe sie leider nicht verstanden, aber ich glaube, sie möchten meine Ersatzluke sein. Haha, sehr treffend. Vielen Dank, Fräulein Faye. Nun gut, beginnen wir mit unserer Untersuchung. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Es ruft mich nur jemand an, wenn die Aufnahme macht, ich schwöre. Ah, Moment. Ich verstehe das echt nicht. Wie kann ich das? Ich auch nicht. Moment. Muss ich jetzt Maya allein sprechen? vorsichtig? Ja, reicht. So, ich hab hier nämlich noch jemanden als Aufpasser für den Fall, dass wir mal nicht vorankommen. Zufällig gerade da und da finde ich es ganz gut, dass das Mark gerade weg ist. So. Ja, dann hast du wenigstens auch was zu tun und musst nicht daneben rumsitzen. Okay. Das ist lieb, dass du das auch mitmachst gerade. Ja, gehen wir, Professor. Oder warte mal, kannst du da hin und dann näher ans Mikro? Also, ja, ist, nö, sieht man nicht. Hier sieht man, was man alles sieht. So. Du kannst ruhig noch ein bisschen näher, keine Sorge. Doch, doch, ganz ehrlich, du könntest bis hier. Dann kommst du wenigstens ans Mikro ran, keine Sorge. Okay. So. Ach so, oh. Hab ich doch schon. Ja. Geheimnisse. Na, das wär's jetzt, wenn Marc wiederkommen wird. Oh Mann. Okay, möchtest du das dann mal vorlesen? Der Schöpfer, Sophies Vater, der Schöpfer, der die Geschichte schreibt, die das Leben aller in Labyrinthia bestimmt, sieht die Präsenz des Professors als eine Verfälschung seiner Geschichte an. Der Schöpfer, Der Schöpfer hat mich offenbar aus seiner Geschichte verbannt. Wo soll diese Erzählung hinführen? So, was haben wir noch? Goldener Leighton. Es war niemand Geringeres als der scheinbar in Gold verwandelte Professor, der Maya aus ihrer misslichen Lage rettete. Er war nach der Konfrontation mit der großen Hexe bewusstlos. Eine Goldstatue meiner Wenigkeit? Diese würde ich nur zu gern mit meinen eigenen Augen sehen. Wahrscheinlich würde er sich die auch gerne mal ins Zimmer stellen oder so. Ich würde mir gerne eine Goldstatue von Leighton ins Zimmer stellen. Okay, also hier haben wir Schatten, aber wir haben natürlich auch noch Hinweismünzen und wir haben hier ein Rätsel, das weiß ich noch. Falls da jetzt mehr Hinweismünzen sind als in dem anderen Spielstand, es waren auf jeden Fall 3 in dem Raum mit der Feuerfalle. Ich weiß nicht, ob ich die bei der einen Aufnahme mitgenommen habe, aber diesmal sind sie jedenfalls dabei. So, 4 Münzen waren es aber hier, wenn ich mich recht erinnere. Da ist noch eine. Und dann gehen wir mal auf das Rätsel, von dem ich ja nichts weiß, weil das ist überhaupt noch nicht passiert. Wissen Sie, Professor, ich habe nachgedacht. Sie sagten, dass Sie im Wald aufgewacht sind, ja? Die Schatten waren sofort hinter mir her, als ich hier angekommen bin. Aber Sie haben sie nie verfolgt. Wie kommt das? Das ist richtig, Günther. Ich entsinne mich, in einer Art Zelle zu mir gekommen zu sein. Diese hat sich dann geteilt und dann wurde ein Embryo draus. Ja, ich muss Marks Witz von letztem Mal gerade weiter miterzählen. Und dann bin ich geboren. Haben Sie gerade Zelle gesagt? Wie sind Sie entkommen?
Haben Sie gerade geboren gesagt? Ich dachte, das wird gebohrt. Nee, haben Sie gerade gebohrt gesagt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwas über Bohren und Gebohren gebracht. Ist nicht so wichtig. Glücklicherweise war es keine Zelle mit... Oh ja! Oh ja! Dieser schöne Satz. Glücklicherweise war es keine Zelle mit Metallstäben in den Türen, Fräulein Fay. Kannst du es sehen? Metall. Ach so. Metall. Ach so. Das oh Gott, das hat... nicht aufgefallen. Nee, mir schon beim letzten Mal. Mir beim letzten Mal. Ja. Mit Metallstäben. Und das spricht sich sowieso schon. Das ist ja fast schon peinlich. Ich hab's dreimal durchgespielt und mir ist es nicht aufgefallen. Okay, nee, auf jeden Fall. Das erinnert mich gerade an den Urgroßeltern, Vater, Mutter, keine Ahnung was. Wir schweifen ab. Aber merkt euch diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, für später. Sehen Sie sich dort drüben um. Können Sie den Eingang sehen, der mit Reben übersät ist? Mit Raben? Ah, ich verstehe. Also haben Sie sich den Weg in die Freiheit erkämpft. Gegen Raben, Reben. Ist ein großer Unterschied. Reben wehren sich nicht so. Ich würde nicht gerade sagen, dass ich gekämpft habe. Es war nur ein einziger Schnitt vonnöten, um meinen Weg frei zu machen. Ja, wer macht den Weg frei? Sage ich jetzt nicht. Es ist nicht die Sparkasse. Ich führe es Ihnen vor. Das erinnert mich jetzt voll an Ruf des Phantoms mit der Brücke. Das Rätsel. Das? Mit der Brücke? Ja! Oh, das ganz zum Anfang mit den Seilen. Ist es irgendwie anders oder ist es nicht mal anders? Es ist, glaube ich, an sich vom Konzept her gar nicht anders. Aber musste man bei der Brücke auch nur einen Schnitt machen? Ja. Mann. Also an sich, das ist eigentlich so ziemlich dasselbe. Traurig. Einige Robben sind zu einem dichten Zaun verwachsen und blockieren den Weg des Professors. Um den Weg wieder frei zu machen, muss nur eine einzige Rebe durchtrennt werden. Welche Robbe musst du durchtrennen? Ich will keine Robben durchtrennen. Ihr habt das ganz gut ohne mich gemacht. Ich habe ein paar Minuten gelauscht. Dankeschön. Du hast das sehr gut gemacht. Hat er gesagt. Er hat gelauscht. Ich war eigentlich schon nach ein paar Sekunden mit Telefonieren fertig. Es war nur mein Papa kurz. Ist das immer dein Papa oder ist das immer jemand anders eigentlich? Das ist meistens immer mal jemand anders. Okay. Warum müssen es denn Robben sein? Robben sind niedlich. Ich will lieber, dass es Raben sind. Raben sind nicht ganz so niedlich. So, wollen wir es mal ganz kurz machen? Ja. Schneid's durch. Wäre lustig, wenn es jetzt das Falsche wäre, weil sie es falsch gemerkt haben. Nee, weil es jedes Mal ein anderes ist. Oder so. Faszinierendes Rätsel. Juhu. Großartig, das Durchtrennen der Robbe hat einen Durchgang geschaffen. Also dann, wollen wir weiter? Nein! Das sind Robben in Roben. Ja, sie haben den Robben gezeigt, wer hier die Hosen anhat, Professor. Und aus was sind die Hosen? Aus Robbenfell. Ein einziger präziser Schnitt bewirkt weit mehr als wild herumzuschneiden. Nachdem ich mich befreit hatte, begann ich, den Wald zu durchsuchen. Kurz darauf habe ich jemanden schreien hören. Ah, ja, Sie meinen mich? Nein, mein letztes Opfer. Richtig, Fräulein Fay. Ach so, ist beides das Gleiche. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Entschuldigung, hab grad Kaffee getrunken. Mir geht es gut, werter Herr. Ich nehme an, Sie sind hier im Wald noch mitten in Ihren Untersuchungen. Es scheint so. Wollen wir weiter? Nein, ich möchte eigentlich nicht, dass Sie noch weitergehen. Ja, jetzt geht's los! Der Beckenstoß. Ich werde diese Rätsel mit der Kraft meines Verstandes zur Schnecke machen. Ah, sie ist ja auch ein Medium. Oder Mediengestalter. Sie ist halt so mittelmäßig. sie ist nur halb durch. So,
Okay, was gibt's hier noch zu sagen dazu? Entschuldigung. Ja, nee, sie hustet jetzt gerade am Anfang, genau. Hast du gut bemerkt? Wissen Sie, jetzt wo sie diese Robben hier abgeschnitten haben, sieht es gar nicht mehr wie eine Höhle aus. Es wirkt mehr wie eine Abstellkammer oder sowas. Hier scheinen einige Vasen und Ornamente verteilt zu sein. Ich frage mich, wozu sie benutzt werden. Weißt du, woher ich das Wort Ornament ursprünglich kenne? Darkwing Duck? Nein. Dann weiß ich nicht. Pokémon Gold, Silber und Kristall. Gab es da Ornamente? Ja, fürs Zimmer. Oh. Ah, hießen die Ornamente? Ich glaube, Sachen, die man reinstellen könnte? Ich glaube, oder war es bei Pokémon Stadium 2 erst, wo das verwendet wurde? Weil dort konnte man ja auch welche bekommen. Ja, aber weiß ich nicht, ob die so genannt wurden. Nicht abschweifen. Wir müssen weitermachen. sonst passiert was Schlimmes. Nachher. Ja, genau. Ja, man sieht jetzt gerade diese Knarre nicht, die von der Seite in Richtung meines Kopfes gehalten wird. Nein. Ja. Ich frage mich, wozu sie benutzt wurden, werden, bla. Hey, sehen Sie sich dieses Ding hier an, das aus... Hey, ey, gehen Sie da weg, Miss Faye. Das aussieht wie eine Katze. Ach so. Genauso haarig. Ich wette, das würde Luke und Sophie gefallen. Ja, Luke würde es definitiv gefallen. Und Sophie auch. Nehmen wir es für Sie mit. Es ist wie ein kleines Andenken aus dem Burgeswald, nachdem sie nicht mitkommen konnten. Ich habe das Gefühl, die Schatten würden uns folgen, wenn wir es mitnehmen. Wir müssen warten, bis es Nacht wird. Ja. So, ist hier oben noch was zu... Der kam letztes Mal schon nicht an. Ja, warum eigentlich? Also, was hatte das... Also, das müsstest du erklären, aber dann ist es bestimmt nicht... Weil in der Nacht keine Sonne die Schatten wirft, die sie verfolgen könnten. Ah! Na klar. Die Sonne wirft Schatten? Ui! In Wirklichkeit besteht dieser Baum aus zwei Bäumen, die ineinander verwachsen sind. Hatten wir das schon mal? Nö. Nee, hatten wir nicht. Nee. Aber das mit den Verwachstumsphasen habe ich vorhin schon gebracht. Und wir haben hier, glaube ich, in der nächsten Textbox irgendeinen blöden Witz gemacht. Ich weiß aber nicht mehr drüber. Okay, Das ist der Stamm! Nein, das ist ein Ast oder eine Wurzel! Gehen Sie der da weg, Miss Faye! Der Baum ist Beruf, gehen wir! Ich frage mich, ob diese Krüge in einer Zeremonie benutzt wurden. Sie sind ebenfalls sehr alt. Jedenfalls, oder? Sie wollen sicher diese Relikte untersuchen, nicht wahr, Professor? Muss mich beherrschen! Nicht untersuchen. Noch was? Die Äste von diesem Baum sehen aus wie eine Kuppel über einem Fußballstadion. Ohne Stadion. Das ist schwierig. Die Hände. In der Tat. Ja. Was? Ah, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das leider geskippt. Ja, ist ja nicht wichtig gewesen oder so. Da waren wir schon. Jetzt nehmen wir mal den Schatten. Der hat doch einen Schatten. Ja. entschuldigt, ich kenne sie irgendwoher, obwohl ich in dem Spiel gar nicht dabei war. Ja. Kann sein. Ich bin mal hier Gast, mal dort Gast. Die Zahlen gar nicht so schlecht. So eine Statistenrolle ist schon was Feines. Ja. Entschuldigt, wir wollten euch kurz eine Frage stellen. Was macht ihr eigentlich hier im Wald? Naja, wie schon gesagt, ich habe eine Statistenrolle. Ja. In Wirklichkeit wohne ich in Snöborg. Aber jetzt habe ich meinen Text beinahe vergessen. Moment, ich blätter mal. Ah, hier. Wir leben, um die Befehle unserer Gebieterin abzuführen. Oh, hahaha, auszuführen natürlich. Ja. Unsere Aufgaben
Gebieterin spricht, wir gehorchen, ja, ja.